Hey, hallo Freunde von Android TV. Wie ihr sehen könnt, bin ich echt krank. Also nicht nur so im Kopf wie immer, sondern hat mich auch eine richtig dumme Grippe erwischt. Da wir euch nur nicht komplett enttäuschen wollten diese Woche, gibt es eine kleine Notvariante, also ohne Einblendung, ohne Banner, ohne alles, unter anderem mit folgenden Themen. LTE, was haben wir in Kürze zu erwarten? Facebook wirbt demnächst mobil und Samsung verlost 5 Galaxy Notes. Ich bin Matt Jackson und ihr seht, wenn ihr wollt, jetzt Android Weekly, Folge Nummer 06 2012. Android Weekly wird gesponsert von iPhone. Denn wenn es kein iPhone ist, dann ist es ein iPhone. Vodafone mit erstem LTE-Smartphone in Deutschland. LTE Long Term Evolution ist ein Mobilfunkstandard, der mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Mbit pro Sekunde Daten übertragen kann. In Amerika ist dieser schon lange allgemeiner Standard. Vodafone übernimmt nun mit dem HTC Velocity 4G den ersten Schritt, diesen Standard auch in Kürze bei uns zu etablieren. Vodafone spricht bereits jetzt von 100.000 LTE-Kunden. Somit wäre das HTC Velocity 4G das erste Smartphone mit LTE-Datenübertragung. Passend dazu bietet Vodafone auch ein DLTE-Upgrade für knappe 10 Euro pro Monat zu allen Superflat-Internet-Tarifen an. Galaxy S2 Firmware Update. Aktuell gibt es für das Samsung-Spitzenmodell, dem Galaxy S2, over the air oder über Keys ein Firmware-Update auf die Version 2.3.6 in der Größe von knapp 50 MB. Unter anderem wurde der Lockscreen, das Stumm- und Telefon-Icon geändert, die Überscrollfarbe ist nun blau und die Akkuleistung wurde ebenso gesteigert. Eure Daten bleiben beim Update erhalten. Google Chrome nun auch für Android. Am Dienstagabend dieser Woche überraschte uns Google damit, seinen hauseigenen Webbrowser Chrome nun auch für die mobile Android-Welt zum Gratis-Download in den Markt gestellt zu haben. Doch so ganz für alle ist die Beta-Version nun doch nicht, denn funktioniert sie nur ab der Android-OS-Version 4.0 Ice Cream Sandwich. Adobe hingegen bestätigte bereits am Mittwoch der vergangenen Woche höchst offiziell, dass sie ihre Einstellung von Flash Mobile konsequent durchziehen und somit der Google Chrome Browser niemals flashfähig sein wird. Facebook schaltet mobile Werbung. Wie die Financial Times berichtet, steht Facebook unmittelbar davor, auf allen mobilen Endgeräten Werbung zu schalten. Die Vorbereitungen in Verbindung mit Werbeagentur sind soweit abgeschlossen, sodass die zusätzliche Einnahmequelle voraussichtlich im März diesen Jahres starten kann. Facebook plant dieses nicht wie gewohnt von Bannerwerbung, sondern wird die sogenannte Featured Stories in die reguläre Timeline mit einfügen und von dort aus zu den entsprechenden Werbepartnern verlinken. 5 Galaxy Notes zu gewinnen. Hat irgendwer von euch Lust, ein Samsung Galaxy Note gratis zu gewinnen? Dann bietet euch Mirja Bös und Samsung dazu bis zum 16. März die Gelegenheit. Da das Galaxy Note ja über ein Advanced Smart Pen verfügt, nutzt Mirja dieses gleich, um euch von ihren Zeichenkünsten zu überzeugen, die ihr dann zeitnah erkennen müsst. Der Link zum Gewinnspiel findet ihr hoffentlich hier unten oder wenn nicht auf unserem Blog. Viel Spaß und viel Glück! Samsung momentan innovationslos? Stellt ihr vor, es ist die weltgrößte Mobilfunkmesse und Samsung stellt keine neuen Geräte vor. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Braucht ihr auch nicht, denn auf der MWC 2012 in Barcelona könnt ihr euch persönlich davon überzeugen. Samsung gab nämlich am Mittwoch offiziell bekannt gegenüber den Kollegen von PCMag.com, dass es auf der Messe keine Pressekonferenz geben wird und auch keine neuen Geräte präsentiert werden. Okay, im Nachhinein hat man das gar keine Neugeräte revidiert, es werden aber definitiv keine High-Class-Geräte sein. Ist dies am Ende nur eine groß angelegte Werbeaktion? Google Drive schneller als gedacht?
Dem Wall Street Journal nach soll Googles Cloud-Speicherservice Drive kurz vor dem Release stehen. Dass dieser sich nahtlos in alle zur Verfügung stehenden Google-Dienste mit einfügt, wird wohl Lust und Last in einem sein. Mitbewerber wie der Marktführer Dropbox werden sich wohl da warm anziehen müssen. Nur gut, dass dieser bereits Kooperationsverträge mit HTC eingegangen sind. Über wie viel kostenlosen Speicher wir überhaupt reden, ist noch bis dato nicht bekannt. Samsung lässt sich in den USA Markennamen schützen. Einer der großen Überraschungen auf der gerade abgeschlossenen diesjährigen CES in Vegas war mitunter die von Polaroid vorgestellte Kamera mit Android-Betriebssystem. Ob diese bei Samsung Vater des Gedanken war, in den Vereinigten Staaten von Amerika den Markennamen Samsung Galaxy Camera eintragen zu lassen, werden wir wohl nie erfahren. Doch dass wir in naher Zukunft ein artverwandtes Gerät zu erwarten haben, dürfte wohl mehr als nur naheliegend sein. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung lassen wir nochmal einen vom Apple vs. Samsung Stapel. Denn in dieser dauerhaften Liebe stand am Donnerstag diese Woche ein weiterer Gerichtstermin vor dem Landgericht Düsseldorf an. So hatte Apple auch das zweite uneheliche Kind, das Galaxy Tab 10.1N, ja, das ist das bereits überarbeitete Modell, im Eilverfahren vom europäischen Markt klagen wollen. Lange Rede, gar keinen Sinn, die Richter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die von Samsung vorgenommenen Designänderungen völlig zur Unterscheidung der beiden Produkte ausreichen würden. Ergo darf das Galaxy Tab 10.1N weiterhin in Deutschland verkauft werden. So, Freunde, Schicht im Schacht. Ich gehe jetzt zurück ins Bett und kuriere erstmal meine Grippe aus. Ihr holt euch alle weiteren Informationen von unserem Blog unter http://n-droid-tv.de. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ich hoffentlich wieder gesund bin. Und es heißt, ich bin Matt Jackson und das war das kranke Android Weekly. Tschüss. Abonnieren trotzdem nicht vergessen, ne? Liken, teilen. Tschüss.